Hashtag die Zukunft beschäftigt die Salzburger AG heute mehr denn je zuvor. Vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen stehen für das Greentech-Unternehmen im Fokus. Denn die Zukunft wird noch viel mehr Kinder von heute als Greentechies von morgen brauchen. Das ist das Ergebnis eines spannenden Diskussionsabends. Wir brauchen Kinder, wir brauchen Jugendliche, die sich für grüne Technologien interessieren und dann auch später eine entsprechende berufliche Karriere einschlagen. Das heißt, wir müssen erneuerbare Energien bauen. Wir wollen Energy Communities errichten. Wir wollen die Welt nachhaltig gestalten und wir wollen die Digitalisierung nutzen, um die Welt nachhaltig zu verändern. Und dafür brauchen wir Kinder und Jugendliche, die entsprechendes lernen, studieren und dann in den Beruf gehen. Technik und technisches Grundverständnis werden dabei nicht nur im Beruf, sondern auch im Alltag immer wichtiger. Technik ist mittlerweile so eine Art Überkompetenz geworden. Es ist irgendwo immer drinnen. Sie können gar nicht mehr irgendwas machen, ohne dass Sie Technik brauchen. Das sehen wir an anderen Stellen auch, weil jetzt zum Beispiel Seniorinnen und Senioren dann teilweise wirklich anstehen, weil sie halt gewisse technische Applikationen wirklich nicht mehr mitkennen, aber die ganzen alten Systeme abgeschaltet werden für einen. Ne? Im Umkehrschluss heißt es, Kinder lernen extrem schnell, Kinder erlernen extrem viel, sobald das Ding, was sie erlernen können, Relevanz für einen besitzt. Diese Chance auf Relevanz nutzt das Greentech-Unternehmen Salzburg AG und unterstützt Kinder und Jugendliche schon sehr früh auf ihrem Weg. Wir sprechen besonders Mädchen an. Wir machen auch Ferienprogramme, wo Burschen dabei sein können, aber wir sprechen jetzt besonders Mädchen an, so wie die Robocamps, wo wir zum Beispiel spielerisch lernen, wie programmiert man einen Computer, wie bringt man einem Roboter Tanzen bei, all diese Dinge. Den ganzen Talk Die Zukunft in voller Länge mit Keynote und vielem mehr sehen Sie ab kommendem Donnerstag hier bei uns im Programm von Salzburger GTV.